Warum cheatest du so oft? Ich cheate nicht. Ich habe eine übernatürliche Fähigkeit, die sich die zählste Karten nennt. Ich glaube in die zählste Karten und es erlaubt mir, genau die Karte zu ziehen, um jeden Gegner zu setzen. Was? Ich spiele ein mächtiges Deck namens Dunkler Magier. Es hat paar richtig coole Monster, das jeden schlagen kann. Ja, doch, du cheatest schon. You do cheat. Du machst dich bei mir für ein Duell bereit. Du siehst so aus, als wärst du würdig, meine Power zu nehmen. Welches Deck spielst du? Ist es ein Drachendeck, ein Seeungeheuerdeck oder vielleicht ein Dämon-Deck? Was antworte ich dir? Blackwing. Ah, ich hab Black King geschrieben. Scheiße. Oh gut, er ist erkannt, okay. Schwarzflügel, interessant. Ich frage dich folgendes. Hast du irgendwelche besonderen Schwarzflügelkarten? Welche, die in deinem Extra-Deck sind? Zum Beispiel Schwarzflügel... Hawked? Oder vielleicht Schwarzflügel Seaforce? Gibt es Schwarzflügel Hawked? Okay, Hawked gibt es nicht. Nö, es gibt keinen Hawked. Seaphyros der Elite gibt es. Aber hör auf, meinen Fragen auszuweichen. Oder meiner Frage. Ich weiche keinen Fragen aus. Ich will lediglich verstehen, welches Deck du spielst, bevor ich mit meinem dunklen Magier-Deck fertig mache. Um dir zu zeigen, was die wahre Power davon ist. Spielt das schwarze Glanzritual und bringt seinen schwarz glänzenden Soldaten hervor. Na, er findet diese. Wenn er genug Monsterkarten auf der Hand hat, geht das theoretisch. Deiner Use Pot of Greed, das geht nicht, es ist verbannt. Er spielt also Topf Segir, um weitere zwei Karten zu ziehen. Dann spielt er elegante Wohltäterin, das geht auch nicht, auch verboten, um drei weitere Karten zu ziehen und zwei abzuwerfen. Dann spielt er den schwarzen Soldaten, dann nutzt er seine Fallenkarte mit Spiegelkraft. Was machst du? Das ist der erste Zug, du hast ihn noch nicht mal gesetzt und ich habe kein Monster und ich habe dich nicht angegriffen. Und beende meine Battle-Verse. Face, ich beende meinen Zug, sodass ich eine volle Hand habe, um dich fertig zu machen. Wow, also das ist mal... Wow! Next Level, Yami! Da waren so viele Dinge falsch mit deinem Zug. Ich glaube, du liegst da falsch. All meine Züge sind legal. Nein, sind sie nicht. Basieren auf den Regeln des von Duel Monsters. Ich habe keine Fehler gemacht und jeden Zug, den ich mache, ist perfekt legal. Nein, es ist nicht. Warte einfach bis auf meinem nächsten Zug. Ich werde, oh nein. Ich werde bereit sein, alle 5 Teile von Exodia zu beschwören. Beschwören? Und was willst du dann tun, um mich aufzuhalten? Hä? Weißt du was? Einfach nur... Ich passe einfach. So, mal gucken, was das passiert. Und warum werde ich du paschen? Weißt du, was passieren wird, wenn ich noch eine Karte ziehe? Ich werde alle 5 Teile von Exodia haben. Das legendäre Monster, das jeden Gegner besiegen kann. Bist du bereit für diesen Kampf? Oder hast du davor Angst, dass ich eine Karte in meinem Zug ziehen werde? Mein Deck ist gut konstruiert. Und ich habe alle Karten, die ich brauche, um dich zu besiegen in einem Zug. Warum cheatest du so oft? Ich cheate nicht! Ich ziehe einfach die Karte ganz zufällig, die ich genau in diesem Moment brauche. Es ist meine spezielle Macht, die sich das Herz der Karten nennt, die mir erlaubt, genau das zu ziehen, was ich brauche, wenn ich es brauche. Das ist nicht cheaten. Es ist ein Geschenk der Götter, welches mir erlaubt, jeden Gegner zu bekämpfen. Okay, wechseln wir das Thema. Fühlt es sich schlecht an, wenn du die Kontrolle über Yugis Körper übernimmst? Ich fühle mich schrecklich. Yugi ist nett. Ich fühle, ich nehme nur seinen Körper zum eigenen Vorteil. Aber ich verspreche, ich habe gute Gründe dafür. Ich versuche, die Erde zu retten und alle Leute, die dort leben, indem ich unsere Feinde bekämpfe in einem freundlichen Kartenspiel namens Yu-Gi-Oh! Mega freundlich. Kindersammelkartenspiel. Hey, das Spiel ist eigentlich richtig komplex. Mit diversen und interessanten Monstern. Und Karten. Es lehrt Kindern gute Morale und Lektionen über Freundschaft. Und egal wie viel Ärger du hast, solange du an dich und deine Freunde glaubst, kannst du jedes Hindernis überwinden. Puh, jetzt hat er die Freundschaftskarte gespielt. Natürlich spielt er das. Ich habe keine Freunde, lol.
Es ist okay, Kumpel. Du kannst mit mir befreundet sein. Oh Gott, nein. Und wir können in einem gemeinsamen Kartenspiel bestimmen, wer besser ist. Ich würde es lieben, dein Freund zu sein. Wem spielst du am meisten, wenn du in einem Kartenspiel duellierst? Bist du ein XYZ-Typ, ein Fusionstyp, ein Synchro-Typ oder vielleicht sogar ein Link-Typ? Es gibt so viele Monster mit so coolen Fähigkeiten und Spezialeffekten. Okay. Und du musst deinen Spielstil entdecken, um ein episches Deck zu bauen und deine Feinde zu bekämpfen. Legends. Bist du von Raid Shadow Legends gesponsert? Weil das klingt so wie so ein typischer Sponsortext. Hahaha, nein. Aber spiele Raid Shadow Legends. Und du kannst auch Feinde bekämpfen in epischen Dungeons, indem du viele... Mache ich hier gerade ernsthaft Werbung für Dungeons, für Raid Shadow Legends? Indem du diverse und starke Raster an Champions baust, um das Böse zu besiegen. Baue dein Charakter, werde stärker und durch einen spaßigen und tiefen Skilltree und viel mehr. Download-Deck, das gibt's doch gar nicht, das ist so ein Hund, Alter. Der hat sich sofort für Raid Shadow Legends verkauft. Warte, warum habe ich das gesagt? Das hat sich irgendwie gesponsert angefühlt. Na gut, er gibt es wenigstens zu, dass er ein Hund ist. Na gut, ich weiß was. Wenn er so gut in Spiele ist, wie wäre es denn mit Wortspielen? Okay, das funktioniert jetzt auf Deutsch nicht. Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle Englisch. What's up, Doc? Warte, nein, ich bin zu oft auf diesen Trichter reingefallen. Bitte hab Gnade an meiner Seele und erlöse mich aus dieser Qual. Nö. Nothing. Much. What's up with you? Viele Dinge, wie dich in einem freundlichen Duell zu besiegen und all die Mädchen zu kriegen, weil ich das Herz der Karten nutze, um die perfekte Hand jedes Mal zu ziehen. Wirft Hart zurück und zwinkert mit seinem blauen Auge. Er hat doch lilane Augen. Er kennt nicht mal seine eigenen Augenfarbe, dieser Trottel. Wie kann es sein, dass alle Bösewichte, die du getroffen hast, immer noch bessere Menschen sind als du? Ich glaube nicht, dass sie es sind. Die Bösen möchten über die Welt regieren und alle Menschen wehtun, die dort leben, während ich hier alles mache, um sie zu beschützen. Ich cheate vielleicht in einem Kartenspiel. Aha, er hat's zugegeben. Aber ich tue es, um die unschuldigen Menschen des Planeten zu beschützen. Welche Bösewichte sind besser als ich? Welche Bösewichte glaubst du sind besser als ich? Erkläre es! Jesus. Aggressionsprobleme, Alter. Richtig passiv-aggressive Bitch, Alter. Warte, nein, komm zurück. Ich möchte dein Herz haben, weil das Millennium-Puzzle es so sagt, dass du der eine wahre Freund bist, den ich in meinem Leben brauche, um mir dabei zu helfen, alle bösen Mächte zu besiegen. Bitte, komm zurück, sodass wir einen epischen Kampf und danach Freunde werden können. Ich verspreche, ich cheate nie wieder. Ja, das werden wir sehen.